So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Elite Dangerous. Wir haben beim letzten Mal eine sehr lange Reise unternommen, die sich sehr gelohnt hat und meine Güte, haben wir während dieser Reise Sachen erlebt. Also, das kann man einfach nicht erzählen, so gut war das. Das muss man gesehen haben. So Das ist war es. überhaupt nicht gelogen jetzt. Und wir wollen jetzt auf jeden Fall dieses Mal unsere Ausrüstung austauschen, in Bezug auf den Tank, den wir durch ein Frachtgestell ersetzen wollen. Wenn wir denn ein geeignetes Frachtgestell finden könnten. Gibt es hier auf jeden Fall. Habe ich gerade gekauft. Ja, ich bin nur hier Frachtgestell. Kapazität 8. Danke. Kaufen. Ja. So, danke. So, geht doch. Ah, okay, man kann bis zu Jetzt 15 von diesen Verstärkungsdingern mitnehmen. können wir hier war das beim Warenmarkt jetzt oder wo Das bekommen ist wir die unter Dinger jetzt? Machtkontakt. Ah, okay. Dann Verstärkung. Moin, moin, moin. Langsam, langsam. Nee, nicht Korruptionsberichte. Nein, Nee. Garnisonsversorgung. Genau. 15 Stück können wir da maximal. Ja. Nee, 8 Ja, wegen also 15 kann Frachtkapazität. man theoretisch maximal nehmen. Also mehr als 30 Tonnen Ladekapazität machen keinen Sinn für diese Aufträge. Ja, okay. Gut. Jetzt müssen wir nur noch was finden, wo wir damit hinfliegen können. Ach, das war Ich hoffe, falsch. dass mich die So. Sicht in die zu erobernden Systeme jetzt nicht demotiviert. Das könnte nämlich jetzt ganz schnell passieren. Ah, Verstärkung, 17 Lichtjahre. Jawohl. Perfekt. Auf Karte Vor anzeigen. Expand Kontrolle hier. Ach ja, das war das. Jetzt weiß ich auch, warum das so angeflogen wird, so extrem. Warum die schon 2674% haben. Ja, bei 17 Lichtjahren Entfernung ist das naheliegend. Können Ja, wir die eigentlich. Frage ist jetzt nur, sollten wir vielleicht das andere dann verstärken oder? Ne, da steht immer noch Das ist ja Cancel. Also nehmen vollkommen wir einfach egal. das, okay. Gut, 17 Lichtjahre, wir werden das sein, zwei, drei Sprünge mehr nicht. Ja, je nachdem, wie weit die Zwischensysteme auseinander sind. Guati, Ship wie heißt released. das? Engines Gott, diese engaged. Namen immer. Landing gear Ich retracted. werde es einfach nicht versuchen auszusprechen. Es hat irgendeinen Namen, der mit G anfängt. Fertig. Ja, Das muss drei reichen. Sprünge. Also, los. Starten. Oh, hier ist ein Ach so. Planet, der aussieht wie die Erde. Ah Interessant. ja. Blau mit Kontinenten. Habe ich schon gesehen. Wann, weißt du, hast du gerade im Kopf, wann das DLC erscheint? Nee. Kann ich dir gerade gar nicht sagen. Sollte das nicht erst irgendwann 2016 kommen? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Deswegen frage ich ja. Du weißt aber, dass es darauf hinausläuft, dass wir dann öfters als dreimal pro Woche die Dangerous veröffentlichen, wenn wir uns das noch kaufen wollen, oder? Warum? Es muss sich ja auch lohnen. Ach. Aber eine Sache würde ich jetzt gerade noch mal kurz ausprobieren, was ich vorher noch gar nicht überprüft habe. Nämlich, ob wir hier genug Möglichkeiten zu tanken finden. Ah ja, sieht gut aus. Ja gut, ich meine, so weit springen wir ja jetzt nicht. Ja, aber der neue Tank und also der verkleinerte Tank und so. Aber ich habe gerade geguckt, es reicht sowieso. Ja. Zumal man direkt beim zweiten System auch tanken kann. Ja, habe ich dann auch gesehen. Jetzt muss ich gerade nur feststellen, dass der Zielvektor irgendwo hinterm Planeten ist. Oder hinterm Stern vielmehr. Ja, hinterm Stern geht ja noch. Dann kann man ja in der Zwischenzeit tanken. Hinterm Planeten wäre ungünstig. Frameshift Drive charging. Fuel scoop disengaged. Frameshift Drive charging. So. Diese Richtung. Moment, tanken müsste jetzt ziemlich schnell gehen. Ja, tatsächlich. Also, Three, two, ich meine, oh passt ja jetzt auch ja, nicht mehr viel rein.
Man kann zugucken. Und voll gleich. Okay, also das Expansion Pack soll irgendwann 2016 kommen. Ah. Mehr habe ich jetzt in dem Elite Dangerous Blog nicht gesehen. Also stand irgendwas von Into 2016. Ja, okay, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Wobei andererseits 2016 ist jetzt auch nicht mehr so lang. Ja, also Anfang 2016 wäre ja schon relativ bald, aber davon steht da ja nichts. Planetary Landings will be released before the end of this year. Aha, aber die eigentliche Erweiterung, also Horizons an sich, soll irgendwann 2016 kommen. Okay. Und Leute, die das aktuelle, also die jetzt gerade Elite Dangerous haben, kriegen 10 Pfund Rabatt quasi und das kostet ja 40 Pfund. Also nur 30 Pfund. Ja. Keine Ahnung, wie viel jetzt 30 Pfund in Euro sind. Wahrscheinlich irgendwie so 40 Euro oder sowas. Nee, ich glaube es... Doch, ich glaube es... Ja, doch, es war irgendwie mehr, glaube ich. Ja, es war auf jeden Fall mehr, aber viel kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß es auch nicht. Ach, ich bin ja schon gleich da. So. Zu welcher Station müssen wir denn? Zu, na, und so. Ach, man sagen einfach irgendeine, oder? Ja, ich habe jetzt einfach mal genommen, die am nächsten war, das ist die große. Und das ist genau die Konstellation, die ich eigentlich meinte. Da ist einmal eine große Station und ein Außenposten. Ich glaube, das war, war das System, an das ich mich gerade ursprünglich erinnert hatte. Weil wir da ja auch drin waren, weil wir uns das ja schon angeguckt hatten. Hm. Wegen dem Auftrag. Okay, also Messier Port. Ja, genau. Huch, das ist ja schon direkt da. Ja, ja, das ist relativ dicht. Relativ dicht. Solange es nicht auch noch blau ist. Es ist blau umrandet. Verdammt, blau und dicht. Wie sollen wir das nur anfliegen können? Die Station muss doch schwanken ohne Ende. Ich hab echt drauf gewartet, bis der erste Alkoholikerwitz kommt. Ich habe mir in der Zwischenzeit überlegt, ob mir irgendein besserer einfällt, aber leider hatte ich nichts Passendes parat. Vielleicht schaffe ich es jetzt sogar mal beim ersten Anflug nicht vorbeizufliegen. Nein. Na, ich glaube auch nicht. Das ist rein physikalisch gar nicht möglich. Das ist unwahrscheinlich ohne Ende. Und das. Naja, nicht möglich ist ja auch ziemlich unwahrscheinlich, muss man sagen. Bist du jetzt eigentlich tatsächlich vorbeigeflogen? Nein. Ah, okay. Ich dachte schon. Ich habe so ungefähr, als du gefragt hast, habe ich den Warp-Out gemacht. Ja, okay, dann warst du, dass das da durch die Gegend geflogen bist. Oh, die Station sieht auch mal anders aus. Komplett in weiß. Was, in weiß? Ja. Moment. Oh ja, Tatsache. Weiß-blau quasi. Da sieht man, glaube ich, auch recht eindeutig, wo es da reingeht. Der wird wieder oben in der Kuppel sein. Ja. Oder an der Kuppelspitze. Wenn man jetzt noch erkennen könnte, wie weit... Also, okay. Man kann von dem weißen Hintergrund recht schlecht erkennen, wie weit man tatsächlich von der Station entfernt ist. Landeplatz aufsuchen. Mir wird aktuell noch nicht angezeigt, welcher. Also ich habe schon einen. Okay. Das ist Nummer 1. Jetzt 14. Okay, gut. Okay, wäre lustig gewesen, wenn du wieder den gleichen gekriegt hättest. Wo ist der denn? Ach, da oben. Ziemlich senkrecht. Ja, würde man denken. Ja, Hilfe, ich flieg voll vorbei gleich. Ah ne, der ist kann sein. Okay. Ich war irgendwie ziemlich schnell trotz Fahrwerk. Ich war auch schon wieder relativ dicht da oder knapp davor. Du warst auch schon wieder relativ dicht. Ja. Den Turm zu erwischen. Was ich ja in einer der letzten Folgen so schön geschafft habe.
Ach recht? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Doch, das hast du mitgekriegt. Du kannst dich nur nicht dran erinnern. Hab ich? Ja, hast du. Okay, das kann auch sein. Und ich glaube, du hast Alzheimer. Ich auch. So, Kontakte. Moment. Erst betreten. So. So, die 8 Dinge abliefern. Ah ja, gut. Die Frage ist, was bekommen wir jetzt dafür? 800 Credits. Ja, was? 800 Credits und 8 Verdienste. Wow. Das hat sich ja... Wir haben insgesamt 138 Verdienste. Wow, also... Also das lohnt sich ja nicht mal, wenn du wirklich dann 15 oder 30 Tonnen Ladekapazität hast. Wobei, gut, ich meine, das geht jetzt... Nein, das geht nicht schneller, als wenn du welche abschießt. Nein. Du hast ja mit einem Kill schon mehr. Ja. Das ist ja schwachsinnig. Ich frage mich nur, ob das bei den... Moment. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ach so, Moment. Hier kann man Korruptionsberichte sammeln. Ja, das habe ich gesehen. Wo müssen die dann hin? In irgendwelche Systeme, die zur Expansion vorgesehen sind. Ah, so. Aber das sind ja leider keine Grad. Oder? Vielleicht in der Zwischenzeit, weil wir Glück haben, das war falsch. So. Ich guck mal. Ja. Expansion. Was soll man dann mit den Dingern machen, wenn man sie eingesammelt hat und nicht zum Expandieren da ist? Das ist ja schwachsinnig. Aktuell. Ja, das... wir haben halt keine Systeme vorbereitet in der letzten Woche. Warum auch immer. Ah... Vor allem, ja, jetzt habe ich diese Korruptionsberichte aufgesammelt oder eingesammelt und jetzt weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Wegschmeißen. Kann ich die ohne weiteres wegschmeißen? Ja, einfach. Irgendwo ging das doch. Ich kann es ja gerade nicht auswendig sagen, aber das müsste gehen. Ja, mit der Frachtluke, glaube ich. Aber ich glaube, das funktioniert nicht, wenn ich in der Station stehe. Ich glaube schon. Also wenn ich auch in dem rechten Fenster auf Frachtluke gehe und dann Leertaste drücke, passiert nichts. Ich höre nur das Klacken im Hintergrund und das war's dann. Ja, dann... Moment, warte mal. Was stand da genau dabei? Bei den Korruptionsberichten? Man soll die in irgendein System bringen, was zur Expansion vorgesehen ist. Ich meine, wir können einfach mal wieder zu dem System zurückfliegen, wo wir hergekommen sind. Weil da war ja auch so ein Machtmenü oder Powerplay-Menü, wo irgendwas von diesen Korruptionsberichten stand. Es kann sein, dass man die da ja wieder abgeben kann. Da bin ich jetzt aber nicht genau drauf geachtet. Ich würde jetzt fast sagen, wir sollten mal, galaktische Mächte, Zugehörigkeit, Aufruhr, zu Yao zufliegen. Und dann? Keine Ahnung, das ist auf jeden Fall gerade geschwächt und es gibt einen Aufruhr. Vielleicht können wir da wieder Dinge tun. Ja, ich weiß nicht, sonst Schiffe abschießen oder so. Sonst würde ich die Dinger, die ich gerade eingesammelt habe, eben zu der anderen Station bringen. Auch mal gucken, ob das irgendwas bringt, dahin zu bringen, und sonst kann man da halt wieder einen Treibstofftank einbauen, wenn wir dann kämpfen gehen. Vielleicht trennen wir uns jetzt einfach mal. Das wäre vielleicht eine Option. Ich versuche mal nach Yao zu kommen, das sind 92,2 Lichtjahre und du fliegst mal wo auch immer du jetzt gerade hinfliegen wolltest. Cannot comply. Dann werden wir ja sehen, was mehr bringt. Naja, mehr bringen ist eine Sache. Es geht eher darum,
dass die Sachen, dass ich irgendwas Sinnvolles damit anstelle. Ich glaube nämlich nicht, dass die Korruptionsberichte mehr Merits bringen als den anderen Kram, den wir da eingesammelt haben, weil das auch nur Fracht hin und her fliegen ist eigentlich. Ja, also ich meine, das waren ja jetzt auch nur 8. Ja, aber du kannst ja auch nur 15 mitnehmen von der Station. Ja, schon. Mit jedem abgeschossenen Schiff von denen mehr eigentlich. Ja. Das ist so sinnlos. Warte mal, haben die hier... Deswegen wundert es mich eigentlich auch, dass die Erfüllungsquote davon so hoch ist. Ja, die haben hier eine Walscher. Wie viele fehlt mir jetzt noch zu einer Walscher? Ja, gut. Immer noch knapp über 1 Million Credits. Schade. Das geht doch noch. Mist, ich hab gehofft, das wäre weniger. Ich sag ja, wenn wir mal eine Woche ganz entspannt oder weniger entspannt dann Merits farmen, dann, oder wenn wir das 1 oder 2 Wochen lang machen, dann könnte man sich ja dann ohne Probleme eine Walscher leisten. Ja. Also du zumindest. Ich vielleicht dich gerade, aber ja. Da muss ein Treibstofftank rein. Ich baue jetzt wieder einen Treibstofftank ein. Ja. Mache ich auch, wenn ich gleich wieder, wenn ich gleich in der Station bin. Okay, dann habe ich jetzt auf der Karte das ausgewählt? Ja, habe ich, gut. Wie weit fliege ich? Achso, auftanken muss ich natürlich vorher nochmal. Das wäre elementar. Ich habe mich gerade gefragt, warum sich das jetzt nicht erweitert hat, wenn ich fliegen kann. Das ist, das wäre mysteriös. Eine mögliche Erklärung. Ja gut, ein bisschen muss ich vorher auftanken, aber das ist machbar. Das sind ja zum Glück auch... Moment. Warum genau landet mein Ziel im Nichts, meine Route, laut Karte? Achso, weil man das System nicht tanken kann. Weil ich, ne und so. Ach so. Okay, aber da kann ich tanken, da kann ich tanken, da. Da auch. Da eigentlich überall. Bloß nicht im Zielsystem und in dem direkt davor. Also gut. Dann, starten wir mal. Na, ich fliege wieder vorbei an der Station. Das ist immer gut. Zu welcher Station bist du jetzt geflogen? Shaheen Market, oder wie auch immer das heißt. Hull Integrity compromised. Moment. Da wo ich gerade bin? Da wo wir gerade waren? Ja, genau. In welchem System kann man denu? Genau. Okay, gut. Na, okay, das war keine gute Idee. Na gut, du kannst immerhin gleich deine 8 Verdienste einlösen, oder sind die schon eingelöst? Ne, halt, die sind schon eingelöst. Ja, die sind dann eingelöst direkt. Ja, okay. Die löst ja quasi damit ein, dass du es abgibst. Und ich gerade so, ach nee, jetzt will ich nicht dran vorbeifliegen, Ziel voll auf dem Planeten. Plöpp, Notstopp, ich so. Ja, also irgendwie war es das, was ich erwartet hatte. Dummerweise ist die FSA-Abkühlzeit dann so lang. Jetzt bin ich 0,14 Lichtsekunden entfernt. Frameshift Drive Charging. 1,5 Tage bei normaler Geschwindigkeit. Ich muss die Route wieder neu berechnen. Weil ich mit dem Treibstofftank wieder schwerer wurde. Boeing. Das ist doch. Ach ja, ist das eine schöne Folge. Ja. Die letzte war auch schon so. Na toll. Jetzt habe ich irgendwie nochmal 3-4 Sprünge mehr. Wie sind's denn jetzt? Ach, 16. Das schaffen wir vielleicht sogar in 1,5 Folgen. Oh, jetzt bin ich hier so zwischen Planeten, dass ich nicht mehr als 100 Kilometer pro Sekunde fliege. Oh, das wäre jetzt aber... 100 Kilometer pro Sekunde. Ich bin gerade bei 243 Kilometern pro Stunde. Memo an mich selbst, das nächste Mal lieber wieder an der Station vorbeifliegen. Das ist dann doch etwas einfacher. Hm.
Achso, die Folge ist übrigens dann bei 20 Minuten. Ja. Nein, jetzt nicht schon wieder vorbei. Ah, hat doch gepasst. So. Wie langweilig. Ich gehe vielleicht nochmal vorbei, das ist viel spannender. Wie viele Sprünge hast du denn da, bis nach da? Also zu deinem Zielsystem. Jetzt noch 15. Laut Anzeige, also einen mehr muss man ja rechnen, weil... Okay. Seltsame Berechnung und so. Also 16. Okay, ich glaube, die Station möchte bei mir gerade nicht laden, er hängt im Dropout. Ah, jetzt geht es. Es hat aber irgendwie 10-mal so lange gedauert wie sonst. Oh. Gut. Bist du rausgeflogen? Ja. Ich auch. Okay. Ich wollte gerade eben heimlich einen Schluck trinken, auf einmal Verbindungsfehler. Moment mal, jetzt gucke ich mal. Private Gruppe. So. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt noch funktioniert oder ob jetzt gerade die Server down sind. Wenn die Server down sind, das wäre jetzt das Highlight während der Aufnahme. Bei mir steht nur, Spiel wird geladen. Ja, bei mir auch. Super. Beim Aufrufen der Kommandantendaten vom Server ist ein Problem aufgetreten. Versuche es in einigen Minuten erneut. Falls das Problem länger besteht, solltest du über den Launcher Kontakt mit dem technischen Support aufnehmen. Nee, ja doch. Nee, das werden wir nicht tun. Das sind wohl Serverprobleme. Bei mir steht immer noch Spiel wird geladen. Ja, okay, bei mir kam wenigstens eine Fehlermeldung. Ich bin mir nicht sicher, aber jetzt hat es aufgegeben. Okay, na gut, dann würde ich mal sagen, soll es das erstmal für diese Folge gewesen sein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo auch immer wir dann rauskommen, weil ich keine Ahnung habe, wann das Spiel das letzte Mal unsere Position gespeichert hat. Also es hat bei mir noch die Station gerendert, kurz bevor es sich geblackscreened hat. Das heißt nicht, dass deine Position gespeichert wurde? Ja, das Laden der Station hat schon so... Ah, jetzt geht es wieder. Was? Also er zeigt gerade den Ladebildschirm an. Das Schiff quasi. Na gut, aber wir sind jetzt trotzdem schon bei 22 Minuten, 23 Minuten. Vielleicht sollten wir jetzt einfach mal Schluss machen und so. Warte mal, ich guck mal kurz, wo ich jetzt gelandet bin. Okay. Nicht bei der Station. Gut. Moment mal, wo ist jetzt die Station hin? Also gut, wenn du so lange rumprobieren willst, dann kann ich auch noch starten. Frameshift Drive Charging. Die wird geladen. Okay, er hat das letzte Mal gespeichert, als ich den Notstopp hingelegt habe. Ja. Gut. Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich nochmal zur Station fliegen. Ich fliege gerade auf irgendeinen Stern zu. Engage. Sieht auch ganz nett aus gerade, aber naja, okay. Ich muss wahrscheinlich auch die Route nochmal neu planen jetzt. Also dann machen wir das in der nächsten Folge. Jo. Bis dahin. Tschüss. Bis dann.